Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mein Woch. Realms war das, ja. Mit mir, dem Jan. Hab mal wieder eine Facecam an. Schon längere Zeit nicht mehr. Ja. Und jetzt zum Abschluss. Oh, die Welt wird immer noch. Zum Abschluss von dieser Welt hier. Die haben wir halt erstmal jetzt pausiert. Wollte ich nochmal zeigen, was ich jetzt so hier alles gebaut habe, beziehungsweise wir hier gebaut haben. Und jetzt kommt als nächstes paar Folgen in Stadt. Also wo ich eine kleine Mall baue, um dann in eine neue Welt zu gehen, wo wir versuchen, also wo ich auf jeden Fall, was die anderen machen, weiß ich nicht, sowas in einer Art wie Sommerland damals. Ja, wem das was sagt, keine Ahnung. Damals von Sarza, Kronk, Turbinator, Porkchok, Media, Slay Massive und sonst die ganze Bubble quasi. Und da habe ich vor, so eine kleine Piratenwelt zu bauen. Ja. Und jetzt zeige ich hier halt, was wir hier gebaut haben. Hier sieht man schon den Turm. Ganz schön am Längen hier alles, ey. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung, weil es hier so geleckt hat. So, hier meine kleine Farm. Mit Eingang zum Turm. Der Turm führt auch nach ganz unten. Aber da zum späteren Zeitpunkt. Ist ja nicht normal hier. So, hier ist die Farm. Die Scheune quasi. Auch schön alles. Was eine Hallenarbeit war. Mit Strohblöcken voll. Ich habe schon mal eine Scheune irgendwann mal gebaut gehabt, aber nie das Dach fertig gemacht. Hier auch schön, damit ich viel Weizen habe. Ein riesen Weizenfeld. Dann kommen wir hier zu dieser Hütte. Was, finde ich, eigentlich sehr schön ist mit diesem Dach. Da kommen wir dann. Warum das hier so am Längen ist. Hier in dem Wohnbereich. Dann gehe ich jetzt erstmal nach oben. Das war nie so schlimm. Eieiei. Aber trotzdem ist nur für dieses letzte Video. Wahrscheinlich werden wir diese Welt nie wieder spielen. Hier habe ich halt das Bett. Meine erste Farm, wo ich halt Stein mache. Und dann geht's hier weiter in mein Lager. Und das Lager ist eigentlich auch relativ in Ordnung. Und dann war hier mein Zauberungsbereich mit meiner XP-Sammlung, wo ich meine ganzen XP immer gespeichert habe. Hab nicht einen Zaubertrank gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das einfach nächstes Mal wieder eine ganz normale Welt machen, ohne irgendwelche Add-ons. So, dann gehen wir einen runter. Hier ist meine Kaktusfarm. Den ganzen Raum für diese kleine Kaktusfarm. Hier ist nur die Truhe, wo die Kakteen gesammelt werden. Hier eine kleine Mobfarm mit Spawner. Läuft wieder alles ein bisschen besser. So, Kohle, okay, habe ich wahrscheinlich zuletzt in Wither gemacht. Dann habe ich hier das komplette Ding ausgehöhlt, weil ich eigentlich hier vorhatte, noch ganz viele Etagen hinzubauen. Und hier kommen wir halt dann da unten an, wo zum einen der Turm zu Ende ist.
zum anderen es zu dem Netherportal geht. Hier. Wo ich ja auch den schönen Weg hier oben habe. Wo ich dann immer hier runtergegangen bin und reingesprungen bin. Weil ich noch zeigen wollte, ist, ich habe hier mehrere Türme gebaut. Ab hier ein Turm. Und da hinten da den Leuchtturm. Und. Wieso ist das nicht fertig? Das war doch fertig. Ach, keine Ahnung. Hier wollte ich noch was zeigen. Pferde, Schweine, warum da auch immer jetzt wieder ein Baum gespawnt ist. Kühe, Schafe, Hühner. Kann das sein? Dass die Hühner hier alles zum Längen bringen. Was hier ist, ja, extrem schlimm. Geht gar. Was stimmt hier nicht? Warum ist er so laggy? Dieses Problem hatte ich vorher nie. Und es wird auch nicht besser hier. Oder liegt das? Daran, dass ich die Akt nicht geupdatet habe. Okay. Keine Ahnung. Aber es wird nicht besser. So viel hier zur Farm. Dann haben wir hier ja noch den einen Turm. Da hinten haben wir noch einen Turm. Der Distance ist doch nur bei 4 Chancen. Ach so, einfach mal das Ding ein bisschen runterstellen, dann geht das auch alles viel besser. So, hier, Turm, da hinten. Okay, das ist jetzt immer noch so sehr hier. Nee, warum ist das denn so hochgestellt gewesen? So ein bisschen, aber nicht mehr so doll. Kommen wir mal hier zurück. Da geht es im Netherportal, da ist nichts Besonderes. Hier war die Farm von Adri, meine ich. Habe ich einen Gang hier gebaut und dadurch habe ich ihn gekillt, weil ich Blöcke irgendwo hin platziert habe, wo er stand.
Ja, hier war seine Farm. Ich weiß nicht, was das ganze Ding hier sein soll. Aber hier war seine Farm. So, dann geht's hier hinten wieder raus. Dann hat der hier oben sich ja noch so einen privaten Bereich gemacht. Was ich dann hier noch mit dem ganzen Ding hier gebaut, also schön ausgerichtet, schön eingerichtet habe. Wo ich dann hier das noch weiterführen wollte, aber es nie gemacht habe. Ein ganzes Dorf, was jetzt weg ist. Da hinten ist der Leuchtturm. Ich weiß nicht, warum ich so viele Türme gebaut habe. Aber ich hab's. Schön mit dem Feuer oben. Da hinten habe ich dann noch irgendwo einen Turm angefangen. Ja, da hinten. Den habe ich auch nie zu Ende gebaut. Ja, sieht aber schon eigentlich geil aus. Alles hier. Ich habe wieder übertrieben und die so. Hier das Haus von Adri. Dann hat er noch eine Zuckerrohrfarm. Hier noch ein Gebäude sich gebaut. Mit Geheimgang. Hier kommen noch Truhen zu Vorschein. So. Dann zu guter Letzt. Der hier irgendwie am wenigsten aktiv war und am wenigsten gebaut hat. Der Pascal, hier, sein Cobblestone-Hütte mit. Ja. Ein paar Sachen. Ja, und das war's dann hier. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Folge von Minecraft. Ciao.